In diesem Video läuft alles anders. Wir wollten eigentlich die Puch abstimmen und zum ersten Mal Probe fahren, doch wir hatten ein kleines Problem. Und zwar folgende Szene: Donnerstagabend, wir gehen aus der Garage raus, pack, Garage zu, Schlüssel drin. Und jetzt versuchen wir mit einer Büroklammer hier das Schloss irgendwie aufzuknacken, um weiterschrauben zu können. Ja, mal sehen, wie gut das funktioniert. Wir mussten einen neuen Schlüssel bestellen. Nun, was sollten wir jetzt nur tun? So, jetzt hier einmal an einem anderen Ort, zum Brett und ein paar Bier trinken auf entspannt. Mit Betonung auf entspannt. Ja, die Garage ist jetzt offen. Am Schluss haben wir dann von der anderen Garage her mit einem Besenstiel von hinten auf den Riegel gedrückt. Und Janik hat dann von außen die Garage aufgedreht. Und hier habt ihr kein Holz bei der Feuerstelle, müssen jetzt hier irgendwie mit nassen Ästen irgendwie etwas basteln. Wie immer improvisieren, aber es kommt. Heute ist der Plan, das Maxi fertig abzustimmen. Wie ihr mitbekommen habt, haben ja hier die Düsen nicht gepasst. Wir nehmen jetzt bei dem alten Vergaser hier den Düsenstock raus, machen den Düsenstock hier rein und dann passen die Düsen auch. Dann können wir vernünftig abstimmen, dann vielleicht heute eine Runde drehen. Auf legaler Basis. Abstimmen. Wir haben festgestellt, ohne Luftfilter läuft der Rand mit nicht. Das heißt, wir werden jetzt mit der Düse noch etwas nach oben gehen. Wir haben jetzt eine 45er Düse verbaut. Vielleicht mal kurz zeigen, wie er tönt. Tankgas muss noch ein wenig runter. Vielleicht gehen wir jetzt so auf 48. So krass, dieses Teil jetzt endlich fahren zu sehen. Ihr seht, es läuft alles andere als gut, aber einfach nur das zu sehen ist einfach absolut krass für uns. Ihr wisst, wir haben das Teil schon recht lange und es endlich mal zu sehen, zu fahren, ist einfach so geil. So, wir sind jetzt runter auf eine 43er Düse. Ja, wir sehen mal, wie er läuft. Was noch gemacht werden muss, ist die Kupplung, weil man hat gesehen, der hat wirklich null Kraft. Die Zündung muss noch ein wenig eingestellt werden, aber sonst ist gut. Der bekommt zu wenig Benzin, das kann ja fast nicht sein. Auf einmal macht Janik den Benzinhahn auf und dann hat es funktioniert. Also, ein kleiner Tipp für alle noch nicht zu erfahrenen Schrauber. Von einem Schrauber mit 30 Jahren Erfahrung, macht den auf, bewirkt Wunder. Oh Jungs, ich melde mich jetzt auch noch kurz. Und zwar, wie ihr seht, wir sind an meinem Computer auf der Mufakult-Webseite. Denn ich bin gerade die Teile am Zusammensuchen für unseren geplanten Z50, unseren Spaßmotor, der ja vielleicht um das Maxi kommt oder auch für andere Bildzüge man. Brauche ich da ein bisschen dazu euer Feedback. Ich werde euch jetzt kurz zeigen, was ich alles in den Warenkorb getan habe. Ein Parma-Kit, eben 75 Kubik, 47 mm. Der kostet jetzt hier 400, der ist recht teuer. Ich möchte aber kein Italkit, weil so viele Leute, die ich kenne, Italkit fahren. Dann natürlich ganz wichtig, da wir einen, denke ich mal, einen gebrauchten Z50 kaufen. Eine Motorrevision für den ganzen Motor, bei dem wir auch ganz wichtig bei der Kupplung die stärkeren Kupplungsfedern nehmen werden. Entweder die 40%er oder die 20%. Vielleicht könnt ihr mir da auch helfen. Ich habe jetzt gesehen, bis 70 Kubik sollte man 20% nehmen. Aber ich denke mal, da wir ja wirklich 75 Kubik machen wollen, denke ich mal, die 40er. Kommt natürlich sehr auf den Zylinder an, weil wirklich das Ziel von diesem Motor ist es, dass es der absolute Spaßmotor ist, den wir jemals gebaut haben. Der muss schon gut Leistung haben. Prolini CP Vergaser. Der 24mm, ich dachte jetzt einfach, Delorto war im Moment gerade ausverkauft, daher Prolini. Im 24er, vielleicht könnte man auch auf einen 21er gehen. Ich
kommt ein bisschen darauf an. Könnt ihr mir auch gerne sagen, was ihr da seht. Es gibt natürlich auch noch größere, aber da natürlich muss man daran denken, ist ein Zweigang-Schaltgriff Kurbelwelle, aber ist die von Swing. Ich kenne so viele Leute, die die fahren und die ist sehr gut. Dann hier jetzt bei der Zündung bin ich da ein bisschen, ich weiß nicht ganz so welche, könnt ihr mir auch ein Feedback geben, dachte ich hier an die Swing Evo-Zündung. Und was ich noch extrem geil finde, ist hier das Yazil-Getriebe. Und was hier eben ganz wichtig ist, macht den ersten Gang um 10% länger, also eine Geschwindigkeitssteigerung, keines richtiges Drehzahlloch mehr, wenn man in den zweiten Gang schaltet.